Hallo ihr Lieben, ich bin Kathy Baker und heute mache ich das auf Deutsch. Ich arbeite im Moment in der Schweiz und mir wurde bei der Arbeit gesagt, dass ich das mal auf Deutsch machen sollte, statt von Englisch. Also, heute mache ich ein Lemon Loaf, das ist ein Zitronenkuchen, aber Zitronenkuchen in Amerika. Also ich weiß nicht, ob ihr schon mal in Starbucks wart, aber es ist ein sehr leckeres amerikanisches Kuchen und es ist feuchter als das normale Zitronenkuchen, was ihr vielleicht kennt. Also, ich zeige euch, was ich hier habe. Ich habe Butter, weich. Ich habe Öl und Öl benutzt man oft in Amerika in Kuchen. Das macht es alles weicher. Und ich habe Zucker und Vanillezucker. Und das mische ich mit einem Mixer. Ich benutze einfach normale Quirle. Und dann tue ich Eier dabei. Und ich habe hier auch geriebene Zitronen mit Zitronensaft. Creme fraiche, man kann auch saure Sahne benutzen. Und das macht den Kuchen auch schön feucht am Ende. Und hier habe ich Weißmehl mit Backpulver, mit Natron und ein bisschen Salz. Okay. Also erst mixe ich das mit normaler Quirle. Also so sieht die Farbe aus, nachdem ich das gemixt habe. Sollte schön hell sein, die Butter muss ziemlich weiß werden und Zucker ein bisschen mehr aufgelöst. Und jetzt tue ich die Eier dabei, eins nach dem anderen und dann noch mehr mixen. Das hier kann man nicht zu schnell machen. Im Endeffekt wird es dann nicht so weich, wie man vielleicht will. Also lass dir die Zeit im Mixen. So, erstmal ein Ei. Und das muss dann ein bisschen eingemixt sein, bevor man das nächste dann dabei tun kann. So, und das hier ist das letzte Ei. Und siehst du, das ist schön so fluffig geworden. So soll es aussehen. Und meine Eier waren Zimmertemperatur, also mixe das schön schnell ein. Und vielleicht, wenn ich nicht an das deutsche Wort mich erinnern kann, dann rede ich einfach ein bisschen Englisch. Ich glaube, das geht auch vielleicht. Okay, hier tue ich jetzt ein bisschen Creme fraiche dabei. Und ich habe entschieden, etwas Amerikanisches zu machen, weil ihr kennt ja bestimmt die ganzen deutschen Rezepten oder Schweizer Rezepte, also wollte ich ein bisschen was anderes machen. Also ich tue Creme fraiche dabei und ich habe zwei Zitronen gerieben und ich tue eine ganze Zitronenschale von einer Zitrone rein. Ich weiß nicht, ob das Sinn gemacht hat. Und Saft von einer Zitrone. Okay. Also es wird ziemlich intensiv, aber das ist, was wir wollen. Und jetzt wieder mixen. Okay. Okay, jetzt habe ich Creme fraiche eingemixt und die Zitronenschale und Zitronensaft. Jetzt tue ich die ganzen trockenen Sachen da rein. Was Mehl ist, Natron, Backpulver und Salz. Okay, da tue ich alles zusammen rein, aber bevor ich das rein tue, benutze ich immer einen Schneebesen und das so ein bisschen rummixen, weil man will nicht Klumpen von Backpulver haben, wenn man das backt, okay? Jetzt tue ich alles zusammen rein und noch mehr mischen. Okay, nicht zu schnell. Mal eine wenige Stufe. Okay. Und einfach nur mixen, bis es zusammenkommt. Wenn man zu viel mixt, dann wird Kuchen zu fest. Also ich mixe das einfach nur so ein bisschen. Auf Stufe 1 oder 2. Und das war's. Das ist alles, was man machen muss. Das kommt dann schön weich raus. Und das ist, was wir wollen.
Okay, und jetzt eben Rand abkratzen. Und ich habe eine Kastenform, wo ich das dann rein tue. Und ich mixe das nur ein bisschen mit der Hand, nur dass ich keine Mehlklumpen habe oder so. Aber so sieht das schön aus. Das soll ziemlich fest aussehen. So, und ich habe eine Kastenform. Und da tue ich das jetzt rein. Das hier ist Alufolie, aber man kann auch was anderes benutzen. So Metall oder so. Okay. Und das hier braucht dann ungefähr 40 Minuten, um zu backen. Es hört sich lang an, aber weil da ziemlich viel Fett drin ist mit Crème fraîche und auch Öl, dann dauert das ein bisschen länger. So, jetzt backen wir das auf 180 Grad für ungefähr 40 Minuten. Und dann mache ich ein Icing, was ich hier gemacht habe. Das ist Puderzucker, Zitronensaft und auch Zitronenschale. Und nachdem das gebacken wurde, da tue ich das oben drauf. Also, hier ist mein Kuchen, schön gebacken. Und es hat ungefähr 45 Minuten gedauert. Und das riecht sehr zitronig. Okay, also jetzt müssen wir die Glasur drauf tun. Und das hier ist ungefähr so 400 Gramm Puderzucker mit Zitronensaft von einer Zitrone und auch Schale von einer Zitrone. Okay. Das muss ziemlich dick sein. Und es muss schön runtertropfen, aber nicht zu schnell. Und ich habe Kuchen erst abkühlen lassen. Ich tue es erstmal alles oben drauf. Und dann tropft das so schön runter. Natürlich muss ich auch ein bisschen hier, muss erst ein bisschen am Kuchen bleiben. Das wurde schön gebacken, aber die Kuchenform ist ein bisschen nicht so gerade. Aber hoffentlich bleibt etwas dran. Ich schmiere noch ein bisschen so am Rand. Ich würde es nicht zu viel rumrühren da oben, einfach damit es noch glänzend bleibt. Okay, vielleicht mache ich nicht noch zu viel. Drehe ich ein bisschen um, damit alle Seiten was abkriegen. Und eigentlich muss ich das aufschneiden. Es tropft immer noch. Okay. So, vielleicht lasse ich es so. Ich schneide jetzt in der Mitte auf, damit man sehen kann, wo, nicht anfassen, wie es von innen aussieht. Okay. Die Farbe sieht so schön gelb aus. Okay, natürlich muss ich was davon probieren. Sieht so lecker aus. Sehr zitronig, hoffentlich. Okay, ich probiere mal. Ja, das ist ein Zitronenkuchen. Das ist sehr spongy. Ich weiß nicht, aber das schmeckt sehr gut. Okay, ich hoffe, ihr macht den Kuchen und schreibt mir, wie es euch gefällt. Okay, bis zum nächsten Mal.